Und dann machen wir im Programm weiter und wir bleiben bei der Therapie von Brustkrebs, wechseln aber jetzt zur medikamentösen Therapie. Und ich freue mich als nächstes Herrn Privatdozenten Duque Afonso anzukündigen. Er ist internistischer Onkologe, er ist schwerpunktmäßig auch hier im Tumorzentrum tätig und auch mit für die medikamentöse Therapie für Brustkrebspatientinnen zuständig. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung zu meinem Vortrag. Genau, ich arbeite hier in der Abteilung für Hämatologie, Onkologie in dem interdisziplinären Tumorzentrum. Und ich wollte heute ein bisschen über die medikamentöse Therapie in Patienten mit gynäkologischen Tumoren sprechen. Ich werde zuerst über die antihormonelle Therapie sprechen, dann über die Antikörpertherapie und Immuncheckpoint-Inhibition. Dann werde ich zu den zielgerichteten Therapie und klassische Chemotherapie und zuletzt zu den knochengerichteten Therapie kommen. Die antihormonelle Therapie haben wir über die vorigen Vorträge auch etwas gehört. Es funktioniert so, dass die Östrogen, das sehen Sie hier, bindet den Rezeptor von den Östrogen in den Brustkrebszellen und diese Bindung von den weiblichen Hormonen zu den Rezeptoren, das gibt ein Signal zu den Zellen, dass die Zelle muss sich teilen und um weiter wachsen. No? Und es gibt verschiedene Therapien, die wir diese Weg zerstören. Oder, ja? Kommen wir zu den zu den Therapie von der Klasse von den Antiöstrogen und Therapie oder SERM und das, was die machen, das hemmt den Rezeptor oder baut das Rezeptor ab und da gibt es zwei wichtige Substanzen, eine ist das Tamoxifen und das andere ist das Fulvestrant. Es gibt andere Wege, um diese Hormon mit dem Rezeptor zu stören und das ist, dass wir die Hormone Spiegel einfach reduzieren. Und dann gibt es zwei Verfahren. Eine ist mit einem Inhibitor von einem Enzym, die in der Hormonaufbau beteiligt ist. Und die sind die Aromatase-Hämmer-Inhibitoren. Und es gibt zwei Klassen. Eine ist die steroidale und die andere sind die, wie zum Beispiel Exemestan, und die andere sind die nicht-steroidale Aromatase-Hämmer. Und es gibt noch eine dritte Klassensubstanz, ist die GnRH-Analoga. Was die machen, ist supprimieren die Eierstockfunktion und dann dadurch die Spiegel von den weiblichen Hormonen reduzieren. Diese Therapien sind zugelassen bei Hormonrezeptor-positiv Brustkrebs, aber die werden auch benutzt, zum Beispiel in Eierstockkrebs oder Gebärmutterkrebs. Eine andere Therapie, die wir benutzen, ist die Antikörpertherapie. Und hier werde ich zwei Klassen nennen. Eine ist die Anti-HER2-gerichtete Therapie. Als Substanzen haben wir Trastuzumab, Pertuzumab und danach Modifikationen von Trastuzumab. Das heißt Trastuzumab Emtansine und Trastuzumab Deruxtecan. Wie die funktionieren? Wir haben auch vorher gehört von dem Vortrag von Herrn Professor Juhas Bos, dass es gibt so diese Wachstumshormonenrezeptoren auf der Oberfläche von den Zellen und zum Beispiel diese HER2 bindet den HER3 und das gibt ein Signal zu den Zellen, dass die wachsen sollen. No? Was die Antikörper machen, die stören diese Bindung von HER2 mit HER3 und dann die Zellen, die Brustkrebszellen bekommen dieses Signal nicht und dann die hören zu wachsen auf. No? Die sind zugelassen bei HER2-Triple-Positiv Brustkrebs, aber mit der weiteren Entwicklung von diesen Antikörpern, wir können auch in Tumoren, die nicht so hoch den HER2 exprimieren, und die sind diese HER2-Low Brustkrebs. Das Nebenwirkungen machen Herzinsuffizienz und Pneumonitis. Andere Antikörper haben wir auch davon gehört, ist die Anti-VEGF-Antikörper, das Bevacizumab. Und wie wir auch vorher gehört haben, die Tumorzellen oder Tumoren brauchen neue Gefäße, um sich weiter zu proliferieren und weiter zu wachsen. Und das Bevacizumab macht dieses Signal weg und dann die neuen Gefäße können sich nicht mehr bilden. Wir können diese Therapie benutzen bei
Eierstockkrebs und Brustkrebs. Und hat ein anderes Nebenwirkungsprofil. Diese Therapie macht vor allem so Thrombose oder könnte vor allem Thrombose und Embolien machen, Blutungen und Wundheilungsstörungen. Eine von den Therapien, die die Onkologie in den letzten 10 Jahren revolutioniert hat, ist die Immuntherapie oder die Immuncheckpoint-Inhibition-Therapie. Und wie das funktioniert, ist das so, dass normalerweise die Tumorzellen werden von dem Immunsystem erkannt. No? Und die können sich vom Immunsystem verstecken, wenn die bestimmte Moleküle auf der Oberfläche exprimiert werden. Und dann die inhibieren die Funktion von den Immunsystemzellen, wie zum Beispiel diese T-Zelle. Man hat Antikörper entwickelt, um diese Verbindungen zwischen den Tumorzellen und den T-Zellen zu stören. Und dann können die T-Zellen wieder die Tumorzellen als fremd erkennen und diese abtöten. Und zum Beispiel, eine von diesen Antikörpern ist das Pembrolizumab. Und das wurde schon zugelassen in triple-negatives Brustkrebs, aber auch in Gebärmutter- und Gebärmutterhalskrebs zugelassen. Zielgerichtete Therapien, es gibt in der letzten Zeit eine sehr schnelle Entwicklung von verschiedenen Substanzen, zum Beispiel die CDK4 und 6 Hämmer. Wir kennen das Palbociclib, Ribociclib, Abemaciclib. Die sind zugelassen bei hormonpositiven Brustkrebs in der fortgeschrittenen Stadium, aber jetzt auch in der adjuvanten Situation. Und was die machen, die hemmen Proteine, die in der Zellzyklus, also in der Zellteilung von den Zellen beteiligt sind. Und die hemmen diese Transition von der G1 zu der S-Phase und dann können sich die Zellen nicht mehr teilen. Weitere Entwicklungen von diesen zielgerichteten Therapie sind die PARP-Hämmer. Olaparib und Nuraparib sind die bekanntesten Substanzen und die hemmen Proteine, die in der DNA-Reparatur von den Zellen beteiligt sind. Und die sind indiziert bei BRCA1 und 2 mutierten Eierstockkrebs und Brustkrebs. Und Nuraparib kann man auch bei Patientinnen ohne diese Mutationen auch eingesetzt werden. Als Hauptnebenwirkungen sind gastrointestinale Nebenwirkungen. Und dann kommen wir zu der klassischen Chemotherapie. Die klassische Chemotherapie ist, wir haben viele, viele Substanzen und hier habe ich aufgelistet die häufigsten Substanzen, die wir in der Behandlung von gynäkologischen Tumoren benutzen, aber es gibt viel mehr. No? Zum Beispiel eine, die wir am häufigsten benutzen, ist platinhaltige Substanzen wie Carboplatin. Andere Substanzen wie Taxanen, wie zum Beispiel Docetaxel, Paclitaxel, Anthracyclinen wie Epirubicin, Doxorubicin, Vinorelbin, Gemcitabin, Capecitabin. Und alle diese Substanzen, was die machen, die hemmen die Teilung und die Proliferation von den Tumorzellen. Aber die hemmen auch die Teilung von schnell proliferierenden Zellen in den Körper, deshalb kommen die Nebenwirkungen mit Haarausfall, gastrointestinale Nebenwirkungen etc. Und zuletzt möchte ich ein paar Wörter über die knochengerichtete Therapie sagen. Es gibt 2 Klassen von Substanzen. Eine ist Denosumab, das ist ein monoklonaler Antikörper, der diese Rankligand bindet und hemmt. Und was macht, ist eine Hemmung von dem Knochenabbau. Und die Biphosphonate, das zum Beispiel Pamidronat und Soledronat, die bilden an Calcium, vor allem in den Knochen, und dadurch wird der Knochenabbau auch gehemmt. Ich habe auch vorher erzählt über die antihormonelle Therapie. Viele von den Nebenwirkungen von der eine von den häufigsten Nebenwirkungen von der antihormonellen Therapie ist die Osteoporose. Deshalb können diese Substanzen als Osteoporose-Prophylaxe bei Patienten mit antihormonellen Therapie benutzen, aber auch bei Patientinnen, die Knochenmetastasen haben, um die Knochen zu befestigen. Das Nebenwirkungen, eine nicht so häufig, aber ist eine schwere Nebenwirkung, ist die Kieferosteonekrose. Das ist kaputtgehende Gewebe von den Kiefern. Deshalb fragen wir unseren Patientinnen, die sich bei den Zahnarzt vorher
vorstellen sollen, bevor wir so eine Therapie anfangen, und die Hypokalzämie. Das sind niedrige Kalziumwerte. Deshalb müssen die Patientinnen auch zusätzlich Kalzium einnehmen und Vitamin D und auch viele Sport machen. Genau, das war alles, was ich erzählen wollte. Und genau, wenn Sie Fragen haben, können Sie mir stellen, sonst nachher nach dem Vortrag. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Duque. Gibt es Fragen an unseren Kollegen? Ja. Sie sehen, das Spektrum ist sehr breit und es ist wahnsinnig viel, was wir an therapeutischen Optionen haben. Ja, das ist ja, Sie merken, das bekommt auch nicht jede Patientin alles, sondern wirklich sehr individuell. Und Sie sehen, Sie werden von einem Expertenteam mitbetreut. Das heißt, also auch wenn Sie jetzt gehört haben, es gibt Nebenwirkungen, ganz klar, wir wissen, worauf wir achten müssen. Wir wissen, was wir da mit im Auge halten müssen. Also da betreuen wir Sie natürlich auf allen Ebenen mit. Sie sehen allein auch Knochengesundheit und was für Aspekte hier alles eine Rolle spielen. Da denken wir immer dran und das betreuen wir dann auch gemeinsam. Also vielen Dank nochmal und dann gerne für Fragen nachher im Anschluss, dann, wenn Sie wollen, direkt auf die Kollegen zugehen.